Die Milchwirtschaft sieht spannende Zeiten entgegen. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt, die Abschaffung der Milchquote, die Zunahme von Preisschwankungen sowie der Arbeitskräftemangel in der Milchproduktion. Die Automatisierungstechnik von Lely hilft Ihnen, diese Herausforderungen zu meistern und macht das Beste aus Ihren Möglichkeiten. Hier, auf dem Milchviehbetrieb der Familie Herle in Ochsenhausen in Süddeutschland, wird nach Jahrzehnten in diesen Tagen das letzte Mal im Melkstand gemolken. Bereits die Großelterngeneration kennt einen solchen Umstellungsprozess. Sie wechselten damals vom Handmelken zum Melkstand. Diese jetzige Generation wagt nun den nächsten Schritt hin zur Automatisierung des Milchviehbetriebes. Wir hoffen jetzt, unsere Milchleistung noch etwas zu erhöhen, Arbeitszeit zu sparen. Wir rechnen zwischen 4 und 5 Stunden pro Kuh im Jahr, wo wir einsparen können. Und da damit ein bisschen mehr Kühe zu machen wie bis daher, mit vielleicht weniger Arbeitszeit. Das wird sich aber erst noch zeigen. Kuhkomfort war ein ganz großes Thema, weil Leistung kommt durch das, dass Kühe sich wohlbefinden haben. Und ja, damit haben wir Braucherzeit ein tiergerechtes Bauer gemacht. Wir möchten Braucherzeit ohne Mitarbeiter auszukommen, diesen Betrieb in Zukunft zu bewirtschaften und einfach Zeitmanagement so zu kriegen durch die Roboter, dass wir den Betrieb selbstständig bewirtschaften können. Mhm. Wir möchten uns auch in der Hinsicht ein bisschen unabhängig machen. Dieser Roboter hier ist nicht nur ein Lely-Astronaut. Nein, er ist auch der 20.000. Melkroboter der Firma Lely. Das bedeutet nichts anderes, als dass nun weltweit mehr als 3,2 Millionen Kühe täglich auf die natürlichste, gesündeste und erfolgreichste Art gemolken werden. 20.000 Lely-Astronaut-Melkroboter bedeuten 20.000 individuelle Schritte in der Betriebsentwicklung für viele Landwirte weltweit. Die Automatisierung von Milchviehbetrieben begann mit der Einführung des Lely-Melkroboters. Zunächst sah es so aus, als würde sich der Fortschritt nur auf die Robotisierung der Melkarbeit beschränken. Heute wissen wir es besser. Mit den Erfahrungen der letzten 20 Jahre können wir nun sagen, automatisches Melken war nur der Startschuss für den vollautomatisierten Milchviehbetrieb. Lely ermöglicht jeder Kuh einen individuellen und selbstbestimmten Tagesablauf, der sich nah am natürlichen Tierverhalten orientiert. Jede Kuh wird damit individuell betreut und ist nicht länger nur Teil einer Herde. Dies danken uns unsere Kühe täglich mit guter Gesundheit und hohen Milchleistungen. Der 20.000. Astronaut-Melkroboter ist für Lely und unsere Milchviehhaltung ein großer Meilenstein. Und wie können Sie davon profitieren? Nehmen Sie sich kurz Zeit. Was ist Ihr nächster Schritt? Kühe bringen die beste Leistung, wenn sie ihr natürliches Verhalten so gut wie möglich beibehalten können. Die Milchleistung ist um mehr als 10% gestiegen, was ich aber nicht allein auf die Automatisierung schieben möchte, sondern auch auf den höheren Komfort in dem neuen Kuhstall. Freier Kuhverkehr, die Kühe müssen wollen, wenn es geht, 23 Stunden zum Melken gehen, ohne ein Tor hier, ein Tor da, muss ich sagen. Ja. Die Tiere können den ganzen Tag machen, was sie wollen, werden nicht zum Melken getrieben. Ich sehe es an einem Sonntag, wo wenig im Stall ist, wo ich auch weniger im Stall bin, haben wir die meisten Melkungen und die meisten Besuche auf dem Roboter. Ein automatisches Melksystem passt in jeden Stall. Das war der Herr Löfflert von Lely Sint in Tuntenhausen. Er war maßgeblich an der Stallplanung beteiligt und an der Entwicklung von dem Stallkonzept. Ich muss sagen, das hat, Sie sehen das ja selber hier in Altgebäuden, was an Leistung möglich ist. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Ohne dass wir großartige Umbauten gemacht haben, sondern es ist so geblieben wie früher. Viel Platz vorm Roboter ist ganz wichtig, dass einfach eine herdenniedrige auch mal zum Melken kommt. Beschäftigen Sie sich nur mit den Kühen, die Ihre Zeit auch wirklich benötigen. Natürlich, ich nehme mal die Zeit für meine Herden. Ich nehme mal die Zeit, dass ich mich
pro Mahlzeit 5 Minuten C4C sitze und suche mir einfach die kritischen Kühe aus. Das ist schon erheblich leichter geworden. Ich bin nicht weniger im Stall, aber anders. Mit den richtigen Arbeitsabläufen können Sie ruhig schlafen. Ja, wir fangen 6 Uhr an, also mit den Lehrlingen, mit den Auszubildenden. Dann werden die Listen am Roboter als erstes, wir fangen im Stall an. Als erstes werden die Listen gescheckt, welche Kuh brunstig war, welche zu treiben ist und wo neue Kandidaten aufgetaucht sind bei Euterentzündung oder sowas. Und dann geht es sofort auch los mit Boxenhygiene und Füttern. Der hat sich eigentlich nicht viel verändert. Was sich verändert hat, ist, wenn hektische Arbeitstage im Feld draußen sind, dass man einfach um 6 Uhr der Früh zum Beispiel das Gülle fahren anfangen kann oder so Dinge. Ansonsten, ich gehe ganz normal zwischen 6 und halb 7 Uhr der Früh zu meiner Kühe und auf Nacht dasselbe Spiel und das ist gut so. Gute Entscheidungen beginnen mit den richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe alles schön in meiner Übersicht. Ich kann optimal meine Herde mit Brunst verhalten. Das habe ich optimal im Blick. Das ist eine ganz wichtige Sache beim Roboter. Und zwar, man hat von jeder Kuh alle Daten, alle Besammungsdaten, alle Kalbungsdaten. So, bei der Warteliste, wenn eine Kuh neu da drauf ist, die auffallend viele Stunden nicht gemolken ist, hat die ein Klauenproblem. Dann gucke ich, war die brunstig? Ist die Leitfähigkeit von der Milch okay oder ist die Milchtemperatur okay? Wenn ich die App jetzt nutze, zum Beispiel bei Eutergesundheit, mir eine Kuh hier angezeigt wird, kann ich direkt die Kuh heraussuchen, zu der Kuh hingehen und entsprechend gucken, ob alles damit in Ordnung ist. Ich kann direkt eingeben, direkt melken, Tierseparation, kann mir die Kuh schnappen und sie dementsprechend melken und separieren lassen. Komm! Wir arbeiten mit dem T4C sehr intensiv und auch ohne diese Technik ließe sich so eine große Herde nicht so von der Hand aus managen. Also auch als kleiner Betrieb denke ich, dass diese App einen riesen Vorteil hat. Einfach weil man alle Sachen, die man überwachen muss, im Smartphone hat. Ausreichend Platz, Futter und Wasser, Licht, Luft und Ruhe steigern die Milchleistung der gesamten Herde. Natürlich haben wir ganz andere Gegebenheiten. Wir haben mehr Licht, mehr Luftvolumen in dem Stall. Jede Kuh hat mehr als doppelt so viel Platz, wie es früher der Fall war. Jede Kuh kann sich frei bewegen, kann rund um die Uhr zum Melken und zum Fressen gehen, kann rund um die Uhr Wasser aufnehmen und kann tun und lassen und möchten und lassen, was sie möchte. Es ist einfach ein Wohlbefinden für die Kuh. Wenn es im Winter mehr Licht hat, es steigert die Trächtigkeitsraten. Und was nicht zuletzt der Grund ist, ist eine sehr angenehme Beleuchtung. Durch den neuen Stall erhoffen wir uns natürlich, dass die Kühe noch älter werden. Unser Ziel ist es, dass jede Kuh im Durchschnitt nachher mindestens 4 Kälber gegeben hat. Gesunde Kühe produzieren mehr Milch und brauchen eine saubere Umgebung. Was bedeutet Kuhgesundheit? Fakt ist auf jeden Fall, dass sich die Tiergesundheit oder die Kuhgesundheit in diesem Stall deutlich verbessert hat, was auch unser oberstes Ziel war. An der Kuhgesundheit hängt die komplette Milchleistung ab. Wenn eine Kuh etwas auf den Klauen hat oder euterkrank ist, dann fällt sofort schlagartig die Milchleistung, die eben auch einfach wichtig ist für uns. Aber wichtig ist vor allen Dingen, Sie sehen es ja hier, dass der Spaltenboden sauber ist, dass sie sich nicht im Dreck bewegen. Das ist maßgeblich. Zum einen sind mit dem Discovery die ganzen Laufgänge perfekt sauber und somit haben wir wenig Probleme mit Klauenerkrankungen. Die Milchleistung ist um mehr als 10% gestiegen, was ich aber nicht allein auf die Automatisierung schieben möchte, sondern auch auf den höheren Komfort in dem neuen Kuhstall. Mehrere kleine Mahlzeiten führen zu einem gesünderen Pansen. Der Juno, der Futterschieber, der hat den riesen Vorteil, dass er die Kühe über 24 Stunden aktiv hält. Und wenn der Futterschieber fährt, dann kommen die Kühe wieder und gehen zum Fressen. Und eine Kuh, die zum Fressen geht, die geht auch zum Melken. Also er fährt jetzt 6 Mal am Tag. Und wenn der fährt, die Kühe sind im Fressgitter und niederlaktieren die Kühe, die sonst vielleicht nicht zum Roboter gehen würden. Die gehen auf dem Rückweg auch am Roboter vorbei. Und weil wir schon gerade da sind, lassen wir sie schnell melken.
Die Fütterung übernimmt der Leli Vector, der rund um die Uhr füttert und den Tieren 12-mal am Tag frisches Futter vorlegt. Eine genau berechnete Ration deckt den Energie- und Proteinbedarf und stimuliert den Pansen. Die beiden Roboter verfügen über Split Entry Gate und über Nachselektion. Und somit kann ich die Herde eigentlich vierteln und kann 4-mal verschiedene Grundfutterrationen vorlegen. Wenn es schmeckt, steigt die Futteraufnahme. Für eine effiziente Fütterung benötigt man Qualitätsfutter. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Kühen beste Futterqualität bieten. Reduzieren Sie die Futterkosten, indem Sie den maximalen Futterertrag auf Ihren Weiden produzieren. Achten Sie auf eine professionelle Futterernte. Energie ist ein wichtiges Element in der Kostenstruktur Ihres Betriebes. Die Energiekosten, oder wir messen natürlich den Energieverbrauch. Dadurch, dass wir aber jetzt erst ein halbes Jahr hier melken und der Stall auch noch nicht ganz ausgelastet ist, können wir da noch keine festen Rückschlüsse zu ziehen. Was ich aber sagen kann, dass der Vector sehr stromsparsam ist und man dafür keinen Trecker anschmeißen kann. Windenergie kann Sie unabhängiger machen. And literally I went through every single specification of the turbines available and settled on the aircon as the quietest that we could go for. It started a few years ago when we saw brochures coming about advertising, you know, wind turbines and generating your own electricity and of course creating an income. Our electricity consumption has dropped dramatically. I am seriously considering installing another turbine. Jeder Betrieb ist einzigartig und das sind auch seine Milchviehhalter und seine Kühe. Der Stall wurde ja auch vom Lelli geplant, mit den ganzen Wege, mit den Übertrieben. Und das ist ganz wichtig. Das kann der beste Roboter sein, wenn der Stall nicht passt, ist meine Meinung, funktioniert er nicht. Präsenz vor Ort ist wichtig für Service rund um die Uhr. Ja, unser Herdenmanager ist telefonisch immer erreichbar bei Problemen. Maximal 1,5 Stunden ist jemand da und kann uns vor Ort helfen. Wenn ein Techniker kommt, der noch nie da war, ich stelle mich zum Techniker nicht hin, weil er braucht keinen. Er macht seine Arbeit und ich weiß, er fährt, wenn wieder alles funktioniert. Heute haben Sie viele Möglichkeiten gesehen, um Routinearbeiten auf einem Milchviehbetrieb zu automatisieren. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit einen guten Eindruck vermitteln konnten und Sie sich nun besser vorstellen können, welchen Nutzen Sie und Ihr Betrieb in der Zukunft erzielen kann. Leli begleitet Sie bei der Betriebsumstellung und ist Ihr Partner bei der Automatisierung Ihres Milchviehbetriebes. Es stellt sich also die Frage, was ist Ihr nächster Schritt?